Hey Leute, bevor das Projekt losgeht, möchte ich mich einmal bei euch für die technischen Mängel entschuldigen. Ihr werdet merken, dass das Bild oben ein Stück fehlt, denn ich habe es leider falsch aufgenommen, das war meine Schuld. Und Audio ist auch nicht optimal, das liegt allerdings nicht an Scarlett, sondern auch wieder mein Fehler, weil ich bei der Aufnahme was nicht bedacht habe. Das tut mir leid, das Projekt ist nur 3 Folgen lang, von daher werdet ihr da nicht lange drunter leiden müssen. Beim nächsten Mal habe ich dann alles korrigiert. Wie gesagt, tut mir leid. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Ja, aber ich muss aber das Video einleiten. Ach so. Verstehst du? Ich Der braucht sowas schon. fang jetzt einfach damit an. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem Let's Play Together, denke ich, kann man das nennen. Ich spiele Metal Ja. Slug X mit dem lieben. Hi. Mit dem lieben Hai, das war dein Stichwort, Mann! Mit dem lieben Scarlett von Super Funtime. Ja, wir haben beide dieses Spiel noch nie wirklich gespielt. Ich habe es nur mal getestet. Ich hab's noch nie gespielt, also nicht mal angespielt. Ich hoffe, alles funktioniert jetzt. Wir machen einfach mal Schwierigkeitsgrad Medium und Arcade Mode, was auch immer das bedeutet. Welche Schwierigkeitsgrade gibt's? Ich sehe hier noch nichts. Es gibt leicht, medium, schwer und sehr schwer. Gibt's den Schwierigkeitsgrad Scarlet? Nee, das wäre unter sehr leicht. Ja, eben. Wir wollen das ja noch schaffen irgendwann. Ach, das wird schon. So, Moment, wie nehme ich jetzt Sachen an? Shift, Tab und dann müsstest du die da annehmen können. Shift-Tab. Ah. The wonders of technology. Hier können wir jetzt unsere wunderschönen Charaktere auswählen. Wer willst du denn sein? Error. An unknown accession has Oh, occurred. gut! Das ist ja richtig klasse. Ich nehme an, du bist rausgeflogen? Nee, es läuft tatsächlich noch. Kannst du deinen Charakter ändern? Nee, jetzt ist alles RIP. Ah, natürlich. Other player disconnected. Gut. Ich mach dann Sehr mal. schön. Kann ich einfach eine Lobby öffnen? Ich öffne meine Lobby, gucken, ob du mir dann joinen kannst. Versuch mal mich nochmal einzuladen und dann join ich einfach aus dem Ding hinaus, anstatt dass ich jetzt nochmal das Spiel öffne. Okay. Lobby. Nee, nicht Lobby. Einen Freund inviten. Ja, Arcade Mode. Invitiere einen Freund. Ich möchte einen Freund invitieren. Danke. Da. Wir kriegen das hin. Ich glaube daran. We have to believe. Wie bei Magicka. Magicka ist so ein unstabiles Spiel. Das ist unglaublich. Ehrlich? Das Bei bricht mir noch so oft nie zusammen. abgestürzt. Wir hatten das ganz oft, wenn jemand eine Lobby joinen wollte, dass es dann abgestürzt ist. Oh krass. Nice, das funktioniert. Ist ja richtig schön. Diese Charaktere sind auch unglaublich. Hier Mr. Peniskin ganz links. Ich finde ihn super, den Marco. Sind das sind eher Balls. Ja, wie nennst du denn das, was da dran hängt? Ich bin Tama. Wo eigentlich ist Tama so Testicle Kin? Komm, ich nehme Flo, der hat zumindest eine Brille. Ich habe das als Fio gelesen. Oh, und ein Achievement bekommen, Social Time. Okay, Sick. What am I doing? How am I. Oh mein Gott. Die Tasten sind ja absolut schrecklich verteilt. ja, sind sie auch. Auf Was? B springen, was ist da los? Mit X werfst du eine Granate, aber davon hast du. Hier, die können wir einmal abschießen und dann können wir die befreien. Das sind Geiseln. Oh shit. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade mache. What is going on here? Dieser minimale Input-Lag hilft auch nicht gerade. Nee. Ah! Aber ich kann auch nicht einfach gedrückt halten. Ich muss hier Nee, du musst mashen damit. mashen. Wow. Oh, das wird schrecklich. Ich glaube, ich bin tot. Ja, du hast dich in die Luft jagen lassen. Sehr schön. Haben wir zumindest nicht zusammenleben? Ich habe keine Ahnung. Sehr Anscheinend nicht. schön. Da oben rechts steht, du hast noch ein One-Up und ich habe zwei. Okay, sehr gut. Damit bringst du hinten jetzt eine Geisel verpasst, weil wir an dir vorbeigerannt sind. Oh, ich hab kein Ach, da war eine Maschinengewehr mehr. Bombe. Da ist übrigens noch eine Bombe. Ja, ich sehe es. Da übrigens noch eine Richtig gut. Bombe. Geisel, komm doch mal hierher. Danke. Genau, drop mir irgendwas Cooles. Ach, Punkte. Was passiert hier gerade, Scarlett? Ich verstehe nichts. Dabei ist das so. Dabei sollte das super easy Du sein. solltest Start drücken. Du bist dran. Ah.
Oh krass, ich kann da sogar einen neuen Charakter auswählen. Wo ist der Unterschied zwischen den Charakteren? Ich habe keine Ahnung. Die besten Voraussetzungen. Oh nice, ich hab Suchraketen. Krass. Ich spam die mal ein bisschen. Ach, oh Gott, ich hab keine Suchraketen. Die Bomben sind hier, nummeriert. Ich habe nicht unendlich viele Bomben, will ich damit sagen. Nein, das soll nicht. Aber du hast immer wieder neue, wenn du respawnst. Ja, und ich habe jetzt schon alle also nicht alle. 8 Stück hast du noch. Das sind 2 zu wenig. Oh, ich will das Kamel. Ich will das andere Kamel. Au. Oh, shit. Ich will nicht das Kamel. Willst du das Kamel? Was macht das Kamel? Das kann schießen. Warum kann das was? I died it. Ich will das Laser-Kamel. Das ist so cool. What the fuck? Die werden zu... Ja, Laser-Kamel, rette mich! Ich bin schon wieder dead. Ich meine, das war ja mal ein richtiges Arcade-Game. Wie viele Münzen das einfach abgezockt haben. Ganz muss. Wenig. Ganz, ganz wenig. Warum ich will nicht wissen, warum dein Baby längst krabbelt. Lag. Läuft das im normalen Game besser? Ich glaube nicht. Das ist scheiß Kamel. Mich macht die Musik tatsächlich so ein bisschen gerade fertig. Die ist voll gut. Ja, schon. Okay, die Stelle war gerade deutlich einfacher mit 2 Leuten. Ich glaube, das ist der Boss von dem. Vielleicht war sie auch einfach einfacher mit Laserkamelen. Ah, Button mashen. Ach, ich schieß die ganze Zeit nicht. Bin ich eigentlich Player 1 oder Player 2? Du bist Player 2. Gut zu wissen. Ich bin tot, glaube ich. Lauf unter den Panzer. Du kannst dich da unter verstecken, ohne dass was passiert. Muss nur aufpassen, dass die Raketen dich da nicht treffen. Ich kann da runterstehen, ohne dass mir was passiert. Ich war noch nicht fertig. Ich bin gerade explodiert. Können wir eigentlich zählen, wie viele Continues ich habe? Wird das irgendwo angezeigt? Ich glaube nicht. Das müsste der 7. sein oder so. Wie damals, als wir auf einer Klassenfahrt waren und dann habe ich einen kleinen Fernseher und mein NES mitgenommen. Dann haben wir mit 4 Leuten Contra gespielt. Du hast einen Fernseher mitgenommen? Ja, so einen kleinen. Was? Dann haben wir Contra gespielt zu viert. Warum? Und das Schlimmste ist so, warum hast du einen kleinen Fernseher? Ja, das ist, der war ungefähr so groß wie ein 1080p Monitor. Und dann haben wir da halt Contra gespielt und dann haben wir den Konami-Code benutzt, damit man halt 99 Leben hat. Trotzdem hat der Typ, mit dem ich das gespielt, es geschafft, alle seine Leben zu verlieren. Und dann musste er meine benutzen. Dabei war ich doch gar nicht auf der Klassenfahrt. Es gibt tatsächlich Leute, die inkompetenter sind als du. Verstehe ich nicht. Mission 2. Hi. Jo, oh shit, Laser. Gut. Hey, wieso kann ich das nicht? Ich verwechsel die Angriffe immer, das ist so schrecklich. Nein, da oben war noch eine Geisel. Tschüss, Geisel. Müssen wir dich umbringen? Nein. Bestimmt. Wir müssen alles hier umbringen. Ich finde ja super diese Totenköpfe hier vorne auf den Kisten im Vordergrund. Hier links zum Beispiel, das ist gar nicht ominös. Ich würde es gerne abschießen, einfach nur um zu sehen, was dann passiert. Oh, moin. Oh krass, jetzt haben wir Mumien. Oh yay. Ich geh einfach mal, ne? Weißt du zufällig die Story von dem Spiel? Das Spiel hat eine Story? Ich weiß nicht, da sind plötzlich Mumien. Oh, ich wollte gerade sagen, da droppt was für dich. Punkte. Mami. Nice. Wenn wir ganz oben auf der Highscore-Liste sind. Warum fallen da ferngesteuerte Autos runter? Why not? Warum schießt du ferngesteuerte Autos? Ich weiß es nicht. Oh.
Oh, RIP-ferngesteuerte Autos. Ich fand die lustig. Kannst du mal bitte... Ich bin ist das dein Mumie. Ernst? Bist du mal nicht mumifiziert hier? Ja, nice. Ich kann immer noch schießen. Ich bin nur unendlich langsam. Oh. Hab ich dich gerade verbrannt? Ja, ich bin verbrannt. Guck mal, ich befreie die mit Feuer. Sehr schön. Vielleicht soll ich sie nur mit einer Granate bewerfen. Feuer! Oh shit, ich habe einen Flammenwerfer, das ist ja unendlich cool. Ich weiß nicht, wie nah ich an den... Okay. Gott, wie die jaulen, wenn man die verbrennt. Da war ein Hühnchen. Nein! Moment, kann ich dich... Moment... Nein. Schade. Hey, ich bin nicht mehr mumifiziert. Warum regnet es Mumien? Why not? Vielleicht sind das auch nur Gefangene. Ja, dann haben sie das Pech gehabt. Ich knife die Hunde. Call of Duty, Motherfucker. Nice. Oh, so ruhig. Ich glaube nicht, dass ich den Kram berühren will, den die droppen. Ne, wieso? Ah, doch, nee, sollten wir nicht. Ja, das war so schön lila. Ja, aber das letzte Mal... Hallo, Kollege. Das letzte Mal hat das Lila in uns in Mumien verwandelt. Ah, die hier nein. Hat uns Punkte gegeben. Siehst du mal. Ja, und danach wollte die uns in die Luft jagen. Egal, sie hat uns Punkte gegeben. Ich mache keinen Damage an denen. Sind die Waffen eigentlich begrenzt? Ah, Moment. Die Pistole nicht. Die haben Ammo. Ja. Oh, ja, das erklärt alles. You're not a smart man. No. Das habe ich auch nie behauptet. Ich habe der Mumie gerade gegen das Schienbein getreten. Das erscheint mir äußerst ineffektiv. Ne, wieso? Flameshot. Wenn die sich nicht mehr bewegen kann, ist ja egal, ob die... Nein, da ist eine Mumienbombe. Mumienbombe. Was die wohl macht. Oh, schade, ich kann nicht Mumienbomben. Hingehen. Ich bin... Kann ich bitte immer eine Mumie sein? Das ist viel besser. Du bist unendlich langsam als Mumie. Oh. Suddenly. Wow. Wow. Schon. Du hättest dich, glaube ich, wegbewegen können. Du warst gemumiert. Das könnte ich. Ich bin stolz auf dich. Warst du nicht gerade der gesagt hat, dass es viel cooler ist, eine Mumie zu sein? Das kannst du mir nicht beweisen. We have it on record. Solltest du übrigens continue, nach Möglichkeit. Ich vergesse das jedes Mal wieder und dann wundere ich mich, wo ich eigentlich bin. Oh Gott, der macht jetzt... Ich glaube, ich nehme Testicle Chin. Nein, nicht den Käfer. Fuck you. Oh. Ich hoffe einfach mal, wir haben nicht limitierte Continues. Ansonsten kriegen wir nämlich ein Problem. Muss halt nur jedes Mal ein Viertel Dollar reintun. Microtransactions, ne? Du hast wie in Mortal Juwelen. Kombat, wo man sich wenn einfach die aufgebraucht sind, musst du einen Dollar zahlen für die Juwelen. Richtig. Aber alle 24 Stunden kriegst du einen neuen Juwel. Dann ist das nämlich keine Abzocke. Richtig. Ach, ich bin das, der noch lebt. Ja, wenn man mumifiziert ist. Ach, ich lebe noch? Keiner ist tot? Welch ein Schock. Das Madness. Hopp. Flameshot. Dieser Flammenwerfer ist einfach mega OP. Der ist unendlich cool. Oh, ich bin tot. Jetzt hast du ihn verloren. Shit. Man macht einfach keinen Schaden als motherfucking Mumie. 200 Tombs, Errungenschaft freigeschaltet, okay. Hä? Oh shit. Auf der Hände reagiert man raus in die Mumie. Shotgun, okay. Boom. Jetzt hab ich das scheiß Huhn angegriffen und nicht geschossen, deswegen wurde ich gemumiert. Wir benutzen aber auch nie unsere Bomben, ne? Sein. Oh shit, das ist ja richtig cool. Die Potion hat mich wieder in ein Human verwandelt. In ein Human. Ich glaube, das ist so. Das ist jetzt eine Bad Time.
Das ist... Ich habe das Gefühl, hier kommt gleich irgendwas Wichtiges. Irgendwie habe ich gerade ein Messer benutzt. Ja, welcher Knopf benutzt das Messer? Dein Schussknopf, wenn du nah an einem Gegner dran bist. Da war nicht ein Gegner. Ja, aber eine Kiste. Ach so. Halt irgendwas, mit dem du interagieren kannst. I get it. I don't get it. Oh mein. Rip in pieces. Wow. Oh shit, ich lebe wieder. Nice. Ich wette, ich bin gleich wieder tot. Ich mach dann mal weiter. You can do it, Kalle. Testicle Chin. I choose you. Ich sterb doch gleich wieder. Ah, nein, ich bin aus dem Ding rausgesprungen. Kein Problem, das nehme ich. Rocket Launcher. Nein, ja, verdammt. Ich finde das schrecklich. Ich muss immer hochspringen, ja, um nach dann unten zu zielen. Nach unten zu zielen. I think I died it. Oh nee, jetzt bin ich erst so. Oh Gott, da kommen Raketen zurück. Oh. Kann ich continue? Danke. Aber Moment, übrigens? Ich lebe noch. Nicht mehr lange, wenn du... Ich hab Angst, dass das irgendwann aufhört und wir da nicht mehr weiter nach oben können. Oh Gott. RIP. Rocket Launcher. Oh shit. Ich vergesse jedes Mal Continue zu drücken. Ich weiß nicht, was da los ist. Irgendwann vergisst du das mal alle die kompletten 10 Sekunden. Dann sind wir richtig am Anus. Oh krass. Ich habe eine Attacke ausgewichen. Lass mir das sollte dir nach dem Genocide Run ja auch kein Problem mehr sein. Ich bin einfach ein neuer Mensch. Am besten war eh dein Stream im Stream gucken danach. Das war schrecklich. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Irgendwann hat es mich einfach nur noch selbst verwirrt, weil die einfach nicht mehr die Klappe halten wollten. Wie du im selben Moment... Oh, Gott sei Dank. Wie du im selben Moment wie der andere Scarlet gesagt hast, dass du dir zustimmst. Oh krass, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. No prisoner. Ich weiß nicht, ob das was Gutes ist, aber ich glaube, das heißt, wir haben keinen zurückgelassen. Oder wir haben einfach niemanden befreit.